Thema Widerstand. Wir vom Sticker der Jugendkunst und der Jugendkunstschule haben in einer Gruppe uns dem Thema Menschlichkeit gewidmet und was das eigentlich genau heißt. Und wie menschlich sind Menschen noch, wenn irgendjemand durch irgendeine Kleinigkeit vielleicht anders ist, vielleicht aber auch gar nicht so anders. In diesem Sinne, gute Unterhaltung. Thank you.
dir geworden? Warum tust du das? Macht! Macht! Bedeutet menschliches Verhalten jedes empirisch beobachtbare oder mögliche Verhalten von Menschen. Ausschnitt, was passieren kann, wenn man ein andersfarbiges Tuch trägt. Erzählt einfach mal was zu dem, was ihr jetzt hier gemacht habt. Es war eigentlich ein Stück über Widerstand, also es ging darum, dass es eben immer wieder Leute gibt, die halt anders sind und die dann besonders ausgegrenzt werden. Und das war ja das Thema des Abends auch. Und dazu haben wir dann ein Stück erarbeitet mit Tanja als diejenige, die sozusagen anders war und die da aber sich trotzdem nicht hat unterkriegen lassen. Und wie lange habt ihr da dran gearbeitet? Ich sag mal so, wegen Corona wurde das ja auch verschoben, deswegen wurden auch unsere Proben verschoben. Und wir haben das dann wieder aufgenommen. So, und wann haben wir das wieder aufgenommen? Ich denke mal vor 3 Wochen oder so haben wir dann nochmal angefangen. Genau. Weil eigentlich sollte es, glaube ich, im Mai aufgeführt werden, aber das ist dann ausgefallen, weil Lockdown war. Ja, wegen Corona. Ja, genau. Wegen Corona. Und wie passt das bei euch zu dem Sophie-Scholl-Tag heute? Naja, Sophie Scholl hat ja großen Widerstand geleistet und unsere Szene, unsere Inszenierung war ja auch über Widerstand und genau. Bleibt ihr in dieser Gruppe zusammen? Macht ihr weitere Stücke? Also bis jetzt ist auch nichts geplant. Ja, ist genau. Wir wissen das nicht so genau. Aber ich denke mal, man sieht sich auf jeden Fall auf noch. Jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das war sehr schön. Ja, vielleicht in der Zukunft mal sehen, was passiert.